Wir wollen heute ein ganz einfaches Gericht machen. Matjes ist eben Matjes und wir wollen aber Matjes mit rote Beete und eingelegten Zwiebeln herstellen. Dazu benötigen wir gekochte rote Beete, frische Zwiebeln, etwas Rotwein, vorzugsweise Portwein, wenn es gibt, wenn Sie haben, Sonnenblumenöl, eine kleine Prise Zucker und frischen Pfeffer. Je nach handwerklicher Begabtheit oder nach küchentechnischen Möglichkeiten kann man die rote Beete mit einem Buntmesser schneiden oder auch einfach raspeln. Ne? Wir tun vorzugsweise die rote Beete mit einem Buntmesser schneiden. Sieht eben einfach etwas dekorativer aus. Wir wollen eingelegte Zwiebeln machen. Ein bisschen einlegen in Rotwein und Öl. Für die Marinade der Zwiebeln nehmen wir einen Portwein, einen sehr kräftigen, hoher Alkoholgehalt. Kann man trinken, sollte man nicht zu viel trinken, das könnte schwierig werden. Und wir nehmen nur einen Schluck Sonnenblumenöl rein. Passend zur rote Beete wäre tatsächlich auch ein Distelöl von Vorteil. Und als kleiner Tipp, einfach ein kleines Tellerchen drauflegen, zumachen und dann einfach ruhen lassen. Wie gesagt, es wäre sehr sinnvoll, einen Tag eher das anzusetzen. Dann haben Sie am nächsten Tag eine schöne rote Färbung. So müssen die aussehen, also können die aussehen. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, müssen sie so aussehen. Portionsgröße empfehle ich 2 Doppelfilets. Also ein Doppelfilet ist genau das. Wir bevorzugen hauptsächlich holländische Matjes, da der holländische Matjes vom Salzgehalt geringer ist, wie er jetzt normalerweise in Deutschland hergestellt werden darf. Der Matjes wird hauptsächlich im Juni gefangen, da er dort wirklich noch nicht geschlechtsreif ist und aber auch entsprechende Größen schon hat. Man sollte, wenn man Matjes kauft, tatsächlich nachfragen oder auf der Verpackung lesen, ob das wirklich Matjes ist oder Hering nach Matjesart oder irgendwelche anderen Begriffe. Es gibt da vielfältige Sachen. So richtig geschützt ist es eben nicht. Und dann werden einfach die roten Zwiebeln einfach etwas drüber drapieren. Je nach Geschmack, der eine möchte mehr, der andere möchte weniger. Probieren Sie es mal aus. Und das ist schon eine fertige Hauptmahlzeit. Dazu empfehle ich Bratkartoffeln. Ja, kann man auch mal machen. Und guten Appetit. Sehr bekömmlich und gesund. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de